Der Höhepunkt meines Jahres war auf jeden Fall die Comic-Con mal als Berlin und die größte Tiefe des Jahres war, glaube ich, das Anstellen bei der Ani-Night. Ich fand die Koniki toll und den Cosplay-Video-Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Meine Tiefe, das Missverständnis auf der Ani. Meine Höhe war, dass ich mein Traum-Cosplay gemacht habe und meine Tiefe war Frankfurt. Meistens sind wir ansprechbar, gleich nach der Con. Die Frage ist nur, auf welchem Level dann unsere Antwort ist. You know nothing, Jon Snow. Wir wollen zur Main Chapel gehen, wir wollen zur Foundation gehen, wir wollen zur Ani-Night gehen, wir wollen zur Comic-Con gehen, wir sind sehr sicher auf der Konichi. Anime Christmas. Nicht ganz so viele, aber dafür hoffentlich halt vom Niveau gute. Privat. Hoffentlich. Moi Stuff. So männliche Männer mit Muskeln und Haaren auf der Brust. Nein, danke. Sorry. Also, Diskussionen gibt's eigentlich so richtig keine. Normalerweise kosten wir Sachen, die wir alle drei mögen. Und wenn etwa. Manchmal gibt es Serien, wo zum Beispiel einer die Serie nicht mag oder kennt. Und dann zeigen wir es halt gegenseitig her. Dann beschäftigt sich die Person halt ein bisschen damit, damit wir was zusammen machen können. 20 Stunden. Bei mir war es eigentlich Asami, weil sie nicht so mein Cosplay-Typ ist. Bei mir war es Yuna. Du machst ein Cosplay. Das hat mich erschreckt. Das ist so lustig. Ich schaue am liebsten die fertigen Fotos nach. Oder wenn du auf der Con stehst, in einem fertigen Kostüm. Viel Leid, Blut, Tränen stecken, viel Tränen. Und dann sagt er, hey, dein Kostüm ist voll schön. Das ist cool. Asami und Schneewittchen. Ich sag jetzt mal Paula und Luna. Pauline? Dumme Menschen! Zunehmende Sexualisierung. So, like Geilheit. Zu viele. 2010. Yuki Teru aus Mirai Nikki. Elsa, Elsa. Ich würde Schneewittchen gerne ein bisschen überarbeiten. Zum Planen der Choreo meistens eine durchgemachte Nacht und zum Proben kommt drauf an, wie viel Zeit wir vorher haben. Ja, ich trenne auf, ich baue Sachen, ich bastel Sachen und sie ich hab noch eine Nähmaschine. Also nein. Das ist eine Perücke. Wir hatten nie einen fixen Tag, also nein. Die Portal-Reihe. Kingdom Hearts. Ich mag Elder Scrolls Skyrim und Elder Scrolls Online. Generell Star Wars Spiele, aber jetzt vor allem Battlefront, die Reihe, also der neueste vor allem. Orient the Blind Forest. Mir fällt nichts ein. Das hatten wir im letzten Q&A schon. Mecha und Ecchi. Kawaii Moister. Ohne Pizza.
auch Noragami, Nora von Beatrice Bank. Ich habe kein Lieblingsanime, aber ich schließe mich ihr mal an. Bei mir wäre es Mirai Nikki Reiske. Und für alle, die das Reiske nicht kennen, Reiske, das ist das Scheißkind. Die rote Hexe aus Game of Thrones. Ich? Sima aus Final Fantasy X. Ach, der nette. Ja. Hans. Bryan Cranston, aber vor allem Freddie Mercury. Hugh Jackman ist cool. Ich mag Tom Hiddleston. Eddie Redmayne. Johnny Depp. Das gibt so viele coole Leute. Damals, wo ich noch Naruto wirklich gefeiert habe, habe ich viel Ramen gegessen. Und Ichiraku und Ramen. Ja. Eine meiner absoluten Lieblings-Anime-Figuren ist Gaara aus Naruto. Und ich habe als Naruto-Fan angefangen zu cosplayen. Und ursprünglich war mein Anime-User-Name Sabaku no Freak. Ich war kreativ. Und irgendwie dann ist Sabaku draus geworden. Also es kommt eigentlich von Sabaku no Gaara. Also Sabaku. Wow. Eines unserer ersten Partner-Cosplays waren Zero und Yuki aus Vampire Knight. Nur damals noch in verkehrten Rollen. Also da war sie Yuki und ich Zero. Das war lustig. Es war interessant. Und von damals ist Zero eigentlich geblieben. Am ehesten das von Marco und Ai, wobei ich habe halt keinen Marco. Ich wahrscheinlich das von Kosika, weil das ist einfach nur super cool. Ich hätte gern Aki sitzen. Ich habe alles gesehen. Alles. Nur diese zwei Spätzünder haben noch nichts gesehen. Zwei Folgen. Jetzt ist sie voll. Ich kenne sie. Ich weiß alles, Spoiler. Ja. Ich nehme. Ich weiß alles. Siehe anderes Q&A. Dankeschön. Weil Kaninchen. Nein, weil die heben wir nie hoch. Die wollen das nicht. Ich mag Sonnenschein im Herbst. Ich mag Herbst. Alles im Herbst. Ich mag so gerne den Übergang zwischen Sommer und Herbst, wenn das so ein bisschen. Es ist kühl und es sind nicht so viele Wolken und es ist windstill, das ist schön. Winter. Sommer. Kommt drauf an, wohin. Mond. Ich mag beide. Es haben beide ihre Schwächen und Stärken, aber man kann sie nicht vergleichen. Ich mag auch beide. Sagen wir mal ehrlich, eine ist viel besser. Nein. Nee, doch. Nein. Nein. Der hat viel weniger Scheiße gebaut in seinem Leben. Ich bin genauso. Viel weniger Scheiße. Alter. Die Ente in Pferdegröße. Ja, weil das ist nur eine. Ja. Die kleinen Pferde würden mich verrückt machen. Ich würde gegen sie kämpfen, würde ich sie zähmen und mich auf sie reiten. Blau. Grün. Kalt beim Lernen und warm beim alles andere? Ja. Warm überall. Kekse! Concealer. Concealer und Wimpernbrücke. Versteckte Schokolade. Was? Make-up. Schminke! Ja, ich brauche keine Schminke. Ich kann mich noch an einen Traum erinnern. Da war ich noch ziemlich klein im Kindergarten, glaube ich sogar. Und da waren. Ich kann mich daran erinnern, ich war irgendwie gefangen in einem Raum oder in irgendwie. Keine Ahnung. Und da waren so komische Figuren mit spitzen Gesichtern und die waren eklig und gruselig. Nee. Ich war auf einer Burg und da waren ganz viele Schweine. Und wenn die Schweine einen geküsst haben, bist du gestorben. Ich bin mit ihr über ein Gelände gerannt, wie eine Wüste, und dann sind wir in eine Fabrik hineingegangen. Wir wurden von Monstern verfolgt und in der Fabrik war es dunkel und wir haben nur die roten Augen gesehen. Und dann mussten wir gegen die kämpfen. Und das komisch an dem Traum war,
Wir waren quasi weibliche Versionen von Cloud und Sephiroth. War ich Cloud oder Sephiroth? Ich war Cloud. Ich hab keinen Bütler. Frösche und Katzen. Ich mag Hunde. Und ich mag Pferde. Und ich mag Pinguine. Und ich mag Robben. Oh, Babyrobben! Gar kein. Wir lecken die Teller sauber. Nein. Ja. Fetti, Froschi. Plüschi. Voldemort. Ich benutze am meisten dieses lachende, weinende Ding. Wahrscheinlich Juno. Ja, Juno. Nee, Legolas, Yato, wie viel darf ich haben? Vielleicht Legolas Kingdom Hearts? Perry wäre auch cool. Atmen. No. Träum weiter.